Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, vom Shisha-Team. Ja, wir haben uns ja ein bisschen Zeit gelassen bis zum nächsten Video. Und dafür haben wir aber heute einen neuen Tabak für euch am Start. Und zwar den Mad Mouse Red Fingers. Ja, Red Fingers. Was soll das sein, Ali? Limette, Orange und Beerenmix. Ja, erst dachte ich so bei Red Finger an den Flutschfinger. Aber das klingt doch irgendwie noch ein bisschen anders. Wie gewohnt, bei Mad Mouse kriegt ihr die Dose 200 Gramm. Ups. 16,90 Euro, 200 Gramm. Ja, wie ist denn der Schnitt? Möchte jemand von euch einen Schnitt beschreiben? Ach, Schnitt ist mir nicht so. Ich sitze nah dran, kann ich gleich mal die Kamera zeigen. Der Schnitt ist eigentlich relativ fein. Gut, so ein paar kleine Ästchen sind mit dabei, aber ist nicht weit verheerend. Könnte sein, dass ein bisschen viel Molasse drin ist, weil es klumpt hier ganz schön. Aber, naja, habt ihr nicht so. Macht einen Molassefänger drauf, habt ihr damit keine Probleme. Soweit, so gut. Easy peasy. Locker flockig. Geht klar. Naja, hätte ein bisschen weniger drin sein können. Das stimmt. Ja, lass mal offen. Ja, gut, man hat ja auch gesehen, du hast ja gerade schon das Preisschild am Finger gehabt. Also es sitzt zum Transportieren müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, dass die Dose da nicht umkippt. Oder macht einfach nochmal einen extra Plastikbeutel drum. Nice, jetzt habe ich keinen Text mehr, weil genau das wollte ich sagen. War ja auch mein Part. Also machen wir weiter. Was denn der Geruch? Na dann rieche ich doch einfach mal. Mhm, ich bin mal so frei. Danke sehr. Der Max noch riecht. Oh, der riecht übelst lecker, wirklich. Wir haben ja gerade so ein paar, also wir haben die Vorauswahl getroffen, was wir uns vorstellen. Und Adi hat mir den unter die Nase gehalten und ich habe gesagt, den müssen wir testen. Oh, der riecht so lecker, fruchtig, frisch. Mhm. Ich finde es so ein bisschen wie in einem 2. Ich würde mich nicht auf die Farbe festlegen, aber eher der gelbe. Es ist quasi 2/3 gelber und 1/3 oranger. Ja, ihr lutscht den gelben und riecht an dem orangenen. So müsst ihr euch das vorstellen. Nein. Man lutscht den gelben und steckt sich den orangen in die Nase. Beidseitig? Nee, dann ist einseitig. Ah, darauf würde ich mich auch einlassen. Wo bin ich hier gelandet, Alter? Schlimmer. Ja, ich finde, das trifft den Geruch auf jeden Fall exakt. Richtig. Ich rieche da jetzt weder eine Orange, eine Limette, ja, ist halt so frisch, zitronig, ja. Aber einen Beerenmix rieche ich hier wirklich überhaupt nicht. Also Beere ist ja sonst immer recht intensiv und aufdringlich und hat so einen erdigen Ton, das habt ihr hier gar nicht. Oh, also wenn ihr so schmeckt, wie er riecht, dann schmeckt er lecker. Dann gönn dir doch mal gleich einen Zug. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin enttäuscht. Ja. Mehr musstest du jetzt gar nicht sagen. Ja gut, mache ich weiter mit dem Geschmack. Der Geruch haut uns vom Hocker und der Geschmack, der lässt uns auf dem Boden liegen bleiben. Also es ist wirklich eine herbe Enttäuschung, finde ich. Vom Geruch her erwartet man wirklich so eine richtig geil, spritzig, fruchtige Note. Und jetzt zieht man hier dran und es ist so ein leicht säuerlicher Geschmack im Hintergrund. Aber nichts Halbes, nichts Ganzes, keine klare Note. Und dazu noch so ein leichter Tabakgeschmack. Mhm. Einfach, weiß ich nicht, als wäre der Tabak irgendwie schon 10 Jahre alt oder so. Er schmeckt halt einfach mega lusch. Und dann, wie gesagt, nach nichts Halbem, nichts Ganzem, irgendwie wischiwaschi. Ja, und halt auch nicht so richtig intensiv. Also, ich würde auch sagen, so eine leicht limettige Note, ja. Und dann kommt die Erde. Die Erde. Dann kommt die Erde, genau. Ja, ich hoffe, ihr habt das Video bis hier geguckt und habt euch den nicht gekauft aufgrund unserer Geruchsbeschreibung. Macht das niemals. Macht das niemals. Ich werde ein Fragezeichen in das Video-Dings setzen. Ha, clever, oder? Wir hatten vor geraumer Zeit, vor ein paar Videos, hatten wir den Traube von Mad Mouse
Und der war ja mal ultra geil. Da habe ich das Video sogar beste Traube zur Zeit genannt. Da haben wir schon einen Kommentar gekriegt, dass der wohl in der jetzigen Produktion nicht mehr so geil sein soll, beziehungsweise auch quasi nicht rauchbar, weil er einfach nicht schmeckt. Kann ich jetzt bei dem auf jeden Fall nachvollziehen. Komisch ist, wir haben auch noch andere Mad Mouse Sorten da, die auch nicht rot eingefärbt sind, sondern halt nach der ganz normalen neuen Reform gestaltet sind und auch, ja, steht auch kein direkter Name drauf. Die sind aber gut. Der hier ist einfach, weiß nicht, der war kacke. Der ist jetzt auch nicht richtig eklig oder so, aber die Erwartungen waren halt definitiv höher. Also man kann den schon rauchen. Ihr seht es ja auch, es schüttelt mich nicht, aber an der Rauchentwicklung, also der raucht auch gut. Der Raum hier ist gut zugenebelt. Da gibt es gar keinen Abzug für, aber wie gesagt, beim Geschmack fehlt einfach alles, meiner Meinung nach. Ja, vor allem, man schmeckt auch wirklich eigentlich nichts von dem, was drin ist. Also außer der Limette so ein bisschen. Man schmeckt keine Orange, was ich ganz gut finde, weil ich bin kein Orangen-Tabak-Fan, aber eigentlich schmeckt Orange ja richtig krass und auch Beere. Mhm. Hast du irgendwas von Beeren? Gar nicht, überhaupt nicht. Also ein bisschen Zitrusfrucht hier, ja, aber ansonsten. Ja, also, von uns gibt's für diesen Tabak keine Kaufempfehlung. Nee, definitiv nicht. Gibt bessere Sorten von Mad Mouse. Ja, probieren müsst ihr ja auch nicht. Also. Nee. Wenn ihr Beerentabak wollt, nehmt anderen Beerentabak. Red Ice zum Beispiel. Wenn ihr Orangentabak wollt, nehmt anderen Orangentabak. Ein Vasier Orangina Mint. Genau den. Und wenn ihr Limettentabak wollt, kauft euch irgendeinen anderen Limettentabak. Ja, zum Beispiel Okolom. Ziemlich geil. Intensiv. Bleibt es gar nicht mehr zu sagen. Das war's, Leute. Ist einfach mal ein Scheiß-Tabak. Müssen wir auch mal machen. Weil, wie gesagt, der riecht halt ziemlich geil. Ihr kennt es bestimmt. Ihr wart schon öfter im Shisha-Laden, habt an so einem Tabak gerochen. Boah, mega hammer geiler Geruch von der Note her. Genau das, was ihr haben wollt. Und dann im Geschmack einfach eine Enttäuschung. Und das hier. Mega scheiße. Weg damit. Gut. Wir sind dann auch weg. Letztes Wort. Wir sind raus. Gönnt euch eine gute Pfeife. Macht euch einen Tabak drauf, der euch auf jeden Fall schmeckt. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Vergesst dabei nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr kein weiteres Video von uns verpassen wollt. Ein Like wäre natürlich auch geil, auch wenn das jetzt mal ein Tabak war, der halt scheiße war. Vielleicht haben wir euch ja davor bewahrt, einen Fehlkauf zu machen. Und ja, dann würde ich sagen, guten Rauch, guten Geschmack. Bis zum nächsten Video. Euer Shisha-Team. Ciao. Wir sehen uns bei der Messe. 4 Wochen. Dann ist es soweit. Stimmt. Nicht mal. Doch. Jo. Ja, doch, ziemlich genau 4 Wochen, wenn das Video jetzt am Sonntag angeschaut wird von euch. Jo, 27. Mhm. Oh ja. Mhm. Schreibt es euch rot in den Kalender. Kauft euch Kappen. Ja, yeah, Mann. 27. 28. sind wir da, wa? Mhm. Samstag und Sonntag. Ja. Okay. Freitag dürfen wir ja noch nicht. Haben wir natürlich auch gleich wieder ein Messevideo raus, also wenn ihr das nicht verpassen wollt, die kleine Glocke da am Rand, die hilft euch auch, dass ihr gleich eine Benachrichtigung bekommt, weil wir wirklich gleich nach dem ersten Tag auch schon ein Video raushauen. Es wird Samstag Nacht geschnitten quasi, dann hochgeladen. Könnt ihr euch das Sonntag früh nach dem Aufstehen gleich reinziehen, wenn eine Tasse Kaffee. Und dann zur Messe kommen. Gut, gut. Tschüss. Alles klar. Bis dann. Tschüss. So, machen wir den runter. Und den Tabak raus. Ja, bitte. Ja, schön Woman to go oder sowas. Ja. Runter. Ja. So schön finde ich den halt echt nicht. Aber wir könnten halt auf jeden Fall eine zweite machen. Wir machen uns eine zweite an. Ich will ja auch schon was von der haben, aber man kann den ja trotzdem nehmen. Ja, du kannst ihn gerne zu Ende rauchen. Aber man kann den doch nicht so verschwenden. Du hast noch zwei Schuhe. Ich bin nicht so verschwenderisch. Ich bin jetzt auch 90.